Vorbereitung und Erwartung, das ist Adventszeit. Wir bereiten uns vor und dürfen ja dann auch etwas erwarten. Es gibt ein Wort von Jesus: bittet und euch wird gegeben. Das ist ja auch das Gleiche. Wir bereiten uns vor, wir beten und uns wird gegeben. Ja, wir dürfen erwarten, dass er uns das ja auch gibt schließlich, wenn wir schon bitten. Bittet und euch wird gegeben. Aber ich erlebe es oftmals anders. Ich habe für Bitten, die trage ich schon seit meiner Bekehrung im Herzen und die bringe ich eigentlich fast tagtäglich vor den Herrn. Immer wieder von Neuem. Bittet und euch wird gegeben, aber er gibt es mir nicht. Warum nur? Wisst ihr, vor kurzem musste ich, das ist eine 0800, einen Kundendienst anrufen. So 0800er Nummer, das kennt ihr. Da wird man immer wieder weiter vertröstet. Da ist irgendeine Dame, ein Tonband, der so redet. Und dann musst du wieder weiter und weiter. Und da hängst du halbe Stunde am Telefon und denkst dir, was soll das eigentlich? Und manchmal mit dem Herrn habe ich schon auch das so ein ähnliches Gefühl. Da habe ich das Gefühl, ich rufe den himmlischen Kundenservice an und ich komme in diese himmlische Warteschleife hinein. Und es geht und geht nicht vorwärts. Da kommt die Stimme im Herzen, sagt dann: Danke, dass Sie angerufen haben. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Bleiben Sie in der Leitung. Der nächste verfügbare Engel wird Sie sogleich bedienen. Es ist kein Engel nirgendwo. Und irgendwann hörst du dann noch so die himmlischen Klänge. Das kennen wir auch bei diesen 0800er Nummer. Da hast du irgendwelche Klänge, die tönen. Ja, im Gebet ist das dann schon oftmals, ja, die Chöre der Engel, die da man hört. Und irgendwann hörst du die Stimme weiters, die sagt dann: Ja, bei Vergebung drücke die 1, bei Dankbarkeit die 2, bei Fürbitten die Taste 3. Und die Geduld im Herzen fängt an zu kochen und noch mehr zu kochen. Es raucht schon richtig, ja, schon ein halbes Dampfbad. Das habe ich heute im Beichtstuhl erlebt. Ich glaube, wahrscheinlich war ich es, der gestern beim Beichtehören am Abend vergessen habe, die Heizung auszuschalten. Ich hatte richtige Sauna beim Beichtehören. Aber das geht mir manchmal im Herzen eben auch so mit dem Herrn. Da koche ich, weil meine Geduld ist strapaziert. Sehr. Und da frage ich mich dann, ja, habe ich die richtige Nummer im Gebet gewählt oder ist gerade Betriebsferien im Himmel, dass er meine Gebete, die ich manchmal schon gewisse Gebete seit Jahren ihm bringe, einfach nicht erhört. Ja, wir haben im Bless Missionstag auch solche Gebete. Wir wünschen schon lange einen Raum in Luzern. Schon seit 2 Jahren bestürme ich den heiligen Josef. Kein Wank, nichts, nada. Ne? Raum in weite Ferne. Wisst ihr, ja, Zeit der Vorbereitung, ne? Der Vorbereitung, und ich bereite mich vor. Und der Erwartung, aber es kommt nichts. Das kann einem schon innerlich mutlos machen. Gerade wenn es auch Gebetsanliegen sind, die vielleicht, ja, auf die eigene Gesundheit gehen oder wo wirklich schwerwiegend sind, wo es ums Leben geht, da fragt man sich dann schon: Herr, wo bist du denn eigentlich? Und die Lesungen von heute sprechen eigentlich genau davon. Jesaja spricht davon, wir sollen uns vorbereiten. Sollen wir? Und dann im Markus-Evangelium, Johannes der Täufer verkündigt die Taufe der Umkehr. Was nichts anderes heißt, wir sollen uns reflektieren, unser eigenes Leben, wo stehen wir in unserem Leben. Ja, das ist Vorbereitung, aber das mache ich ja auch, wenn ich mit dem Gebet zum Herrn komme. Und dann im Petrusbrief heißt es dann, ja, meine Wege sind nicht eure Wege. Ja, das merke ich auch, wenn ich so lange mit der Bitte zum Herrn komme und er sie mir einfach nicht erhören will. Aber das heißt dann auch, ja, bemüht euch wenigstens darum, ohne Makel, ohne Fehler vor dem Herrn zu sein. Ja, das kann ich von mir nicht behaupten, deshalb gehe ich so oft beichten. Das ist vielleicht so, aber ich denke im Tiefsten nicht unbedingt, dass das der Grund ist, dass er mich nicht erhört in gewissen Bitten. Ich möchte euch, um das jetzt auch zu erläutern, warum der Herr manchmal gewisse Bitten einfach nicht so schnell erhört, anhand einer Person
die mir in den letzten Tagen nahegekommen ist. Und von ihr läuft momentan das Seligsprechungsverfahren. Das ist die Elisabeth Leseur. Wahrscheinlich noch nie jemand gehört, denn es gibt auf Deutsch gar nichts von ihr. Elisabeth Leseur ist geboren in Paris 1866. Wohlhabende Familie, sehr fromme Eltern gehabt, vor allem die Mutter. Und sie hat natürlich als wohlhabend Geborene gute Ausbildung genossen, konnte lesen, hat auch gerne gelesen und schon früh, wie damals üblich, geheiratet, den Felix Leseur. Und Felix Leseur, auch aus wohlhabendem Hause und als Katholik und auch gläubig aufgewachsen, haben sie geheiratet, natürlich in der Kirche, ganz wie es sich auch damals gehört hat. Doch Felix Leseur hat schon sehr früh geliebäugelt, immer wieder in der Ehe mit dem Atheismus. Die Lehre, die sagt, es gibt keinen Gott. Und so ist er dann nach kurzer Zeit zu wirklich einem eingefleischten Atheisten geworden. Und für Elisabeth war das sehr schwierig. Und es gab dann zu Beginn wirklich harte Auseinandersetzungen. Wobei dann Elisabeth schon sehr früh gesagt hat, und das schreibt sie auch in ihrem Tagebuch, kann man nachlesen, dass das Zeugnis, das persönliche Lebenszeugnis viel wichtiger ist als Lehren oder Worte, sondern nein, wir sollen einfach als Christen das persönliche Lebenszeugnis leben. Aber, und das sagt sie auch in ihrem Tagebuch, und das ist für die Schweizer ganz wichtig zu hören, weil wir Schweizer haben manchmal schon fast einen Neutralitätswahn, obwohl, ehrlich gesagt, die Neutralität ist bei uns auch nicht mehr wirklich so da, wie sie sein sollte, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich nach Bern hochschaue, aber das ist ein anderes Thema. Sie hat gesagt, Neutralität im Glauben ist nichts anderes als Feigheit. Ja, ist so. Wir dürfen nicht neutral sein. Euer Ja sein Ja, euer Nein, Nein, Nein. Aber wir sollen, und das sagt sie auch in ihrem Tagebuch, die anderen respektieren, die nicht glauben. Und wir sollen nicht in aggressive Auseinandersetzungen hineingehen mit den anderen, sondern weil auch wir sind Sünder, sagt sie, und auch wir sind erlösungsbedürftig und sind eben nicht vollkommen, beten wir besser für die anderen. Und das hat sie sehr früh erkannt in ihrer Ehe mit dem Felix. Und so ist in ihr ein Entschluss gekommen in ihrem Herzen, der sie auch in ihrem Tagebuch uns hinterlassen hat. Und dieser Entschluss ist im Hintergrund auf drei Leiden, die ihr Leben getroffen haben, die sie geprägt haben in ihr Leben. Elisabeth Leseur ist einerseits mal zuerst die Mutterschaft verwehrt geblieben aufgrund einer früheren Erkrankung und das hat ihr sehr wehgetan, nicht Mutter werden zu können, weil sie hat sich so danach gesehnt, nach einer Familie. Das war ein schweres Leiden für sie. Und das Zweite war, es sind immer mehr körperliche Krankheiten und auch Schicksalsschläge in ihr Leben hineingekommen. Chronische Hepatitis, Krebs, die letzten Jahre war sie nur noch im Bett. Und dann das dritte Leiden war natürlich ihr Ehemann, der immer mehr in den Atheismus hineingegangen ist und völlig weg vom Glauben gekommen ist. Und diese drei Leiden haben in ihrem Herzen einen Schluss gefasst, den sie auch niedergeschrieben hat. Und sie hat gesagt, sie will all ihre Leiden bis zu ihrem Tod ohne Murren als Quelle des Lebens, als Kraftquelle auffassen, ja sogar als Sakrament und sie aufopfern für die Bekehrung ihres Ehemannes, für Felix und dass Gott die Barmherzigkeit Gottes auf die Welt herabgießen möge. Das hat sie dann auch so aufgeschrieben und ist wirklich noch in ihren Tagebüchern ersichtlich. Sie hat diesen Entschluss gefasst, ihr ganzes Leiden ohne Murren
vor Gott zu bringen. Und sie hat immer wieder Gott gebeten. In ihren Tagebüchern lesen wir immer wieder, wie sie Gott angefleht hat. Bekehre ihn endlich, meinen lieben Felix. Und nichts hat sich getan. Ihr Leben ist dann schon früh zu Ende gegangen mit 47 Jahren. 1914, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ist sie gestorben. Noch ein Jahr bevor sie verstorben ist, hat sie auf dem Totenbett noch ihrem Mann gesagt: Du wirst dich noch einmal bekehren und zu den Dominikanern eintreten. Und er hat sie nur ausgelacht. Im Nachhinein hat Felix dann die Tagebücher gefunden und hat gemerkt, die sind ja an ihn adressiert. Und er hat plötzlich gemerkt, wie sehr er Elisabeth verletzt hat. Und er hat dann eine Reise unternommen in die Bretagne und plötzlich landete er in der Lourdes-Grotte in Lourdes, da wo Bernadette die ersten Erscheinungen hat. Und auf einem Augenblick zum anderen hat er sich völlig bekehrt und hat wieder an Gott geglaubt. 3 Jahre später ist er eingetreten bei den Dominikanern und nur 8 Jahre nach dem Tod von Elisabeth ist er Priester geworden und hat noch über 30 Jahre fruchtbar als Priester gewirkt. Wisst ihr, das ist doch ein Lebenszeugnis, das uns Mut macht. Warum? Elisabeth Lesoe hat treu den Glauben gelebt. Sie ist nicht verzweifelt innerlich. Sie hat ausgehalten. Auch wenn da im Himmel scheinbar Betriebsferien oder sogar Konkurs war, weil ihre Gebete scheinbar nicht erhört wurden, hat doch Gott zu seiner Zeit, so wie er wollte, die Gebete doch eben erhört. Und das ist es. Haben wir Mut, zu Gott zu gehen, immer wieder von Neuem. Geben wir nicht auf, gerade mit diesen Anliegen, die wir immer wieder Gott bringen. Und wir alle haben solche, hoffentlich. Wir sollten sie haben. Aber wir sollten eben auch, so wie hier im 2. Petrusbrief geschrieben steht, uns bemühen, uns vorbereiten, ein heiligmäßiges Leben zu leben. Eine Bibel zu lesen, die Sakramente zu nutzen, voranzugehen und vertrauen und auch Ziele zu haben, auch langfristige Ziele zu haben, die uns in dieser Ausdauer einüben. Denn ja, das braucht Ausdauer. Da fängt es innerlich zu kochen. Aber wir dürfen wissen, Gott erhört jedes unserer Gebete. Wisst ihr, was für einen Sinn haben denn diese unerhörten Gebete? Auch wenn sie ja im eigenen Leben oftmals sehr schwierig sind anzunehmen, diese unerhörten Gebete. Sie haben einen Sinn, weil einerseits Gott sie erhört, aber noch viel mehr, und auch diese Erfahrung mache ich, umso mehr ich mit meinen Fürbitten zu Gott komme und ihm so eben auch meine Zeit schenke, umso tiefer wachse ich in die Beziehung mit Gott hinein. Und das ist doch das, was Gott möchte. Gott möchte sich noch mehr an sich ziehen. Wir sollen einfach unser Herz öffnen, wie es ganz schön dort der Pfarrer Rainer hingeschrieben hat im Tabernakel. Öffne eure Herzen, öffne sie. Und so müssen wir zu Gott immer wieder kommen mit unseren Fürbitten und nicht aufhören, ihn anzuflehen. Die Gebete, die wir bringen, sind nicht sinnlos. Sie verändern uns in unserer Beziehung zu Gott. Und letztendlich, das dürfen wir bei Elisabeth Lesoe in ihrem Leben auch sehen, sie werden auch erhört. Vielleicht erleben wir es nicht mehr, aber sie werden erhöht. Aber wir können nicht erwarten von Gott, und das ist wichtig, wir können keinen Kuhhandel machen mit Gott und von ihm Erwartungen aufgrund unserer guten Werke, die wir machen, eben jetzt einfordern. Herr, jetzt habe ich eine Novene gebetet, jetzt hast du gefälligst zu machen. Punkt. Amen. Fertig. Nein, können wir nicht. Gott funktioniert nicht so. Gott ist absolut, er ist souverän, er ist allmächtig.
Es ist Gott, zu dem wir die Beziehung haben. Es ist ja schon mal ein riesengroßes Privileg, dass wir überhaupt unseren Gott Vater nennen dürfen. Dass wir in diese Beziehung eben hineintauchen dürfen. Das ist ein Privileg. Die anderen Religionen dieser Welt haben das nicht. Einen Gott, der selbst vom Himmel herabkommt, um uns Menschen zu erlösen und uns ihm gleichförmig zu machen. Das ist dieses große Privileg. Wir dürfen zum Gott kommen. Und wir sollten das eben wie Elisabeth in Demut, in Bescheidenheit, in einer Liebe, in einer Hingabe, in einem Vertrauen, wie es hier oben schön steht, am Bild von der Schwester Faustina. Jesus, ich vertraue auf dich. Ich vertraue, dass du mich führst und auch meine Fürbitten, die ich dir bringe, erfüllen willst, so wie du es möchtest. Und dann kommt noch ein weiteres hinzu. Wisst ihr, unsere Fürbitten, die sind oft nicht so rein. Die sind oft noch sehr getränkt vom Egoismus, vom Narzissmus. Die haben die eigenen Ziele und nicht Gottes Ziel im Sinn, wie es heute in der Lesung heißt. Und deshalb brauchen sie manchmal noch der Reinigung. Und ich mache diese Erfahrung in meinem Leben, dass ich manchmal mit Bitten zu Gott komme und währenddem ich bete, sich die Fürbitte wandelt und sie anders wird. Wichtig ist jetzt bei den Fürbitten noch ein letzter Punkt. Die Fürbitten, die wir vor Gott tragen, die sollen immer in diesem Wohlgeruch um uns herum der Dankbarkeit vor Gott gebracht werden. Also Fürbitten und Dankgebet, die sollen immer einhergehen, miteinander. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen schon das erfüllt sehen, was Gott eben in seinem Heilsplan auch vorhat. Und er hört jede Bitte, die wir ihm bringen. Aber kommen wir auch schon mit dem Dank, dass er sie erfüllt und vor allem, wenn er sie erfüllt, danken wir ihm auch. Und seien wir uns eines bewusst, jedes Fürbittgebet, das Gott erfüllt, ist reine Gnade, ist reines Geschenk, ist reine Liebe. Das macht Gott aus seinem freien, großzügigen Herz heraus. Also gehen wir voran wie Elisabeth Leseur. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn gewisse Bitten, die wir auch wir vielleicht als Gemeinde, als Gesamtes Gott bringen, wenn die nicht sofort erhört werden. Kein Gebet ist sinnlos. Jedes Gebet, das wir mit offenem Herzen dem Herrn bringen, wird fruchtbar.